Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Ketten raus, Kragen hoch von Basultan Hengst vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das neue Album Ketten raus, Kragen hoch von Basultan Hengst ist heute am Freitag, den 18. Juni erschienen. Für die Fanbox habe ich 59,99 Euro bezahlt. Den Link zur Box und zum MP3-Download vom neuen Album gibt es für euch natürlich, wie immer, hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong vom Interpreten einfach mal unten in die Kommentare schreiben und ich werde schon mal die Folie entfernen. Los geht's! So, die Folie ist ab und wir schauen uns natürlich erst einmal das Box-Design an. Und was soll ich sagen, liebe Freunde, heute geht das wirklich recht schnell. Wir haben keine Standard-Deluxe-Box, wir haben wirklich nur so eine einfache Standard-Pappkiste. Hier vorne haben wir einen Aufkleber drauf, Basultan Hengst, Ketten raus, Kragen hoch, maskulin präsentiert. Dann haben wir ein L drauf, das ist die Größe L für das Textilprodukt, was hier in dieser Box enthalten ist. Und zwar von Amstaff, ist hier ein Shirt drin. In der Größe L gab es in L, XL und XXL zu bestellen. Alle Größen sind auch noch verfügbar. Link zur Box, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann lesen wir noch Chapter 1, Universal Music und hier noch einen Barcode. Okay, sonst wie gesagt wirklich bloß eine einfache, schlichte Box. Das gibt schon mal Punkte am Zug. Man hätte wirklich eine schöne Box gestalten können. Aber gut, schauen wir mal rein. Und als erstes kommt uns hier so Universal Papier entgegen. Und dann haben wir hier gleich direkt als nächstes das Wichtigste in dieser Box. Das neue Basultan Hengst Album. Das Ganze werde ich natürlich erstmal hier vorsichtig von der Folie befreien, um diese CD ist hier nämlich ein Pappschuber drum, dass ich den Pappschuber nicht zerstöre. So. Okay. Schauen wir uns erstmal den Schuber an. Basultan Hengst, dann haben wir so eine Kette, dann hier in so einem, wie soll man sagen, in so einem Wappen haben wir den Amstaff-Hund drin. Und dann hier darunter lesen wir Amstaff. Auf der Rückseite Basultan Hengst und hier sind die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir 13 Songs auf dem Album. Ich habe mir jetzt noch keine Songs vom Album angehört, werden wir dann aber auf jeden Fall das Album anhören. Und was richtig geil ist, liebe Freunde, hier ist mal wieder eine Instrumentals-CD mit dabei. Gut, dann packen wir das Ganze mal aus. Wie gesagt, das ist der Pappschuber. So, da bin ich wieder. Sorry für den kurzen Cut. Meine Kamera ist mal wieder einfach ausgegangen. Wir wollten uns jetzt natürlich das eigentliche Cover des Albums anschauen. Wie gesagt, hier war jetzt gerade der Pappschuber drum. Und jetzt haben wir das eigentliche Cover. Wir sehen, Basultan Hengst wieder durch diese zerbrochene Glasscheibe guckt. Ketten raus, Kragen hoch, lesen wir hier oben. Und hier haben wir an der Seite so eine Kette, dann Verbraucherhinweis und auf der Rückseite haben wir jetzt eigentlich nochmal dasselbe wie auch hinten auf dem Schuber drauf. Die Songs, wie gesagt, 13 Songs sind hier drauf. Übrigens, Feature-Gäste sind zweimal Flair und dann wie gesagt noch die Instrumentals, also dasselbe wie auf dem Schuber. Gut, dann schauen wir mal rein. Da haben wir als erstes die Album-CD, die sieht so aus, in schwarz mit gelber Schrift. Und dann haben wir die Instrumentals, gelb mit schwarzer Schrift. Okay. Gut, wie gesagt, wirklich recht selten geworden in den Boxen, dass da Instrumentals mit dabei sind. Sehr schön, dass hier mal wieder welche mit am Start sind. Dann schauen wir mal ins Booklet rein. Auf der ersten Seite sehen wir Basultan Hengst ein bisschen unscharf und das Messer ist hier im Fokus. Und dann haben wir hier die ersten 7 Songs aufgelistet, dann die nächsten Songs und dann CD2 Instrumentals und ebenfalls nochmal Basultan Hengst. Okay, dann hier mit Flair und Ketten raus, Kragen hoch. Gut, das war das Booklet und damit, liebe Freunde, haben wir jetzt schon mal das Wichtigste uns angeschaut in dieser Box, das neue Album. Jetzt muss ich das Ganze noch wieder erstmal reinkriegen. So, also wie gesagt, das neue Album im Pappschuber. Dann haben wir als nächstes ein Poster. Einseitig bedruckt. Und auf der bedruckten Seite sehen wir natürlich Basultan Hengst, Kragen hoch, Kette raus. Sehr cooles Motiv, auf jeden Fall gefällt mir sehr gut. Guter Fotodruck
Und auf jeden Fall gute Qualität vom Poster her. Sehr schön. Und natürlich gute Größe. Also nie allzu groß, nie zu klein. Perfekte Größe. Gut, das war das Poster. Dann schauen wir mal rein. Übrigens in 50 Boxen gibt es eine Kette drin. Mit der Kette könnt ihr gleichzeitig ein Meet and Greet gewinnen oder habt dann ein Meet and Greet mit Flair und Bastl dann Hengst gewonnen. Da könnt ihr euch in Berlin treffen und könnt mit denen dort abhängen. Mal sehen, ob ich so eine Kette drin habe. Und ich habe keine Kette und somit, liebe Freunde, kommen wir zum letzten Inhalt der Box und zwar zu dem M-Staff-Shirt. Das Ganze, wie gesagt, in der Größe L. So, hier noch ein bisschen Papier. Und okay, was haben wir denn? Also das Ganze ist auf jeden Fall von Maskulin in der Größe L. Fässt sich schon mal richtig gut an vom Stoff, also eher ein sehr, sehr dichter Stoff, also nichts Luftiges, sondern eher ein sehr fester Stoff, aber fässt sich richtig gut an. Und Freunde, was soll ich sagen? Ein riesengroßer Druck hier vorne drauf. Ich werde das Ganze mal versuchen, ein bisschen rauszunehmen, den Zoom. Also, wir sehen erstmal Basel dann Hengst. Dann haben wir wieder diese Kette angedeutet mit dem Wappen, mit diesem ja, M-Staff. Darunter lesen wir M-Staff, Crew. Und dann haben wir noch solche Glanzelemente eingebracht, dass hier diese Streifen, hier unten so diese Streifen. Und hier unten haben wir jetzt nochmal so Basel dann Hengst. Und hier am Ärmel, Freunde, BSH nochmal und nochmal solche Glanzelemente. Also, hier haben wir so diese Kette dargestellt. Ist auf jeden Fall nicht billig, sowas. Also wirklich schöner, großer Druck und natürlich noch ein paar dieser Glanzelemente hier drauf. Also mega nice. Und Freunde, es geht weiter. Auf der Rückseite ist natürlich auch nochmal ein schöner, großer Druck drauf. Hengst, Sultan, Bass, Bass, Sultan, Hengst, Maskulin, Kette und M-Staff. Also wirklich mega krass gemacht. Riesengroßer Druck vorne und hinten drauf. Schön designt auf jeden Fall. Also Merch-Qualität das Ganze. Mega krass. Ich wusste übrigens gar nicht, dass es M-Staff noch gibt. Das war also in meiner Jugend war das so, ja, ziemlich krasse Marke. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber haben damals viele Leute getragen, gerade hier mit Picaldi-Hose und sowas dann. Das hat man damals so kombiniert. Lange ist her. Ja, cool. Auf jeden Fall, damit, liebe Freunde, sind wir schon wieder durch. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum neuen Album von Bastl dann Hengst bekommt. Also, ihr bekommt das eben gezeigte T-Shirt mit dem wirklich sehr hochwertigen großen Druck vorne und hinten drauf mit den Glanzelementen in der Größe L. Dann bekommt ihr ein einseitig bedrucktes Poster und natürlich das Wichtigste, das neue Album mit 13 Songs. Das Ganze kommt im Pappschuber und mit Instrumentals dazu. Das Ganze kommt leider in so einer nicht sehr schön gestalteten Box. Also da hätte man sich wirklich noch ein bisschen mehr Mühe machen können, dass man da eine richtig schöne Fanbox gestaltet. Ansonsten, liebe Freunde, muss ich sagen, ist die Box mir aber allerdings ein bisschen zu teuer für 59 Euro. Wir haben zwar ein mega hochwertiges Shirt mit wirklich mega hochwertigem Druck. Das Ganze ist schweineteuer, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber meiner Meinung nach, 59 Euro sind ja ein bisschen zu hoch angesetzt. Ihr könnt mir an dieser Stelle auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zur Box unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, liebe Freunde, war es das soweit schon wieder mit dem Unboxing für heute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Bastl dann Hengst. Viel Erfolg mit deinem neuen Album. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.